Welche Siegel? An der Wand. Achso. Der dicke blaue und der dicke lila Streifen müssen erst drauf lasern. Und dann musst du draufklicken. Zu weit entfernt. So. Ich bin hart verwirrt. Brauche ich das noch? Ich brauche das noch. Okay. Der kann nur die beiden. Ich verrecke. Ich den auch nochmal umlenken. Das ist so umständlich, dieses Kitzel. Nope. So. Geschafft. Die Station läuft wieder. Und nun? Von hier aus wird verfeinerte Leylinienenergie nach Schalaran fließen. Was hast du denn da? Ja, Langeweile kompensieren. Oh, verlaufen. Was sind denn hier die Teleporter? Die müssen wir auch mal langsam alle aktivieren. Ach, da ist die alte. Energieversorgung. Das Arkane auf sie. Ihr könnt gehen. Ich werde allein nach Schalaran reisen. Dein Maul. Bitch. Zurück nach Schalaran. Yay. Meth-Opfer hier wieder. Schalaran versorgt. Untersucht zusammen mit Arcanisse Valtroix die Leylinie zur Leitung in Schalaran. Dafür kriegen wir. Oh, können wir 200 mehr Gold des Mana tragen. Und Valtroix?
Es wäre klug von euch, den Fremden gegenüber nicht einfach die Nase zu rümpfen. Ohne ihre Hilfe wäre keiner von uns jetzt hier. Natürlich, erste Arkanistin. Kommt, ich von mir, Bitch. Schon hier unten die Zuleitung untersuchen. Uwe hält sich für was Besseres. Mit Leylinienenergie? Ich bezweifle es. Boah, jetzt mal. Erlaubt mir, euch die Grundlagen zu erklären. Tief unter uns fließen Ströme roher arkaner Macht durch die Lande. Die Leylinien sind unvergänglich, ursprünglich und unmöglich zu kontrollieren. Und nicht betreten. Und doch können wir den Leylinien Energie entziehen, wie Fäden aus einem Wollknäuel. Seht hier, das ist die Zuleitung von Anur. Und viele weitere schlummern noch immer. Stellt sie wieder her. Dann haben wir eine neue Kraftquelle in Shalaran. So. Ja. Shalaran versorgt. Lebt wohl. Das war's schon wieder. Müssen wir jetzt zu Silgrin. Wo haben wir denn gerade eine Weltquest abgeschlossen? Ach ja, der Boss. Macht Sinn, ne? Hab ich schon wieder vergessen, oder wie? Ich vergesse mal, dass es Weltquests sind. Territorialer Quarko. Das schönste Wort, das ich je gehört habe. Ich wurde verarscht. Ist es eigentlich mit diesem Patch jetzt, dass man langsam fliegen kann, oder erst mit 7.2? Das war eine 2, die meine Stimme mal wieder verschluckt hat. Ich glaube, es sind 2. Toll. Das ist rare. Ich bin außer Reichweite. Also damals im Ferienlager. Mit Onkel Illy dann Fimmelfechten gespielt. Oh, geile Geschichte. Oh ja. Also Fimmelkleben gespielt. Er hat gesagt, you are not prepared. Dann hat er ihn mir hinten reingesteckt. Und da hat er recht. Darauf war ich irgendwie nicht vorbereitet. Ach, hier sehe ich ja schon. Ich schwöre. Oh, das ist ein Typ. Hat er dir auch irgendwie ein Ohr mit dem abgekaut, was er alles geopft hat? Nee, das durfte ich dann erzählen. Seid ihr Silgrin? Entweder hat sich mein Ruf über die Stadtgrenzen hinaus. Ach, bleib stehen. Über die Stadtgrenzen hinaus herumgesprochen, oder wir haben einen gemeinsamen Bekannten. Talisra schickt mich. Talisra lebt? Kommt, wir müssen reden. Na, Schnucki. Es gibt keine Ordnung. Sympathisanten unter den Schalterreihen.
Masken und Gesichter. Sprecht mit 8 maskierten Feinden, während ihr euer Kostüm tragt, und sprecht dann mit Lilith nun an. Lebt wohl. Nehmen wir den Garteneingang. Ich hätte gern meine Maske. Hier auf dem Tisch. Also, er muss jetzt mal labern. Setzt einfach die Maske auf, dann wird ein magisches Kostüm euren Körper verhüllen. Ach ja, das war ja noch das. Ausreichen, um die anderen Gäste zu täuschen. Warum ist er so ein schwuler Schmetterling? Das ist eine Motte. Das passt. Ich werde nach Lilith suchen und ihr haltet euch von Ärger fern. Genießt einfach eine Weile lang die Feier. Ihr wisst schon, mischt euch unter die Leute. Na, Brudi? Ihr tragt ja jetzt ziemlich interessantes Kostüm. Zwicker, zwicker. Die Nachtgeborenen sind zu... Skandalös! Ihr möchtet etwas sagen? Weil ich habe gehört, dass noch jemand als Eule verkleidet gekommen ist. Nun, einer von uns wird sich umziehen müssen. Ach, das ist ja wirklich eine Eule. Was, wenn ihr versucht, nicht einfach der Welt beim Brennen zuzusehen? Nur zur Abwechslung, um festzustellen, ob es uns gefällt. Geht im Mondlicht. Skandalös. Seitdem die Barriere nicht mehr existiert, sind die Sicherheitsmaßnahmen hier extrem verstärkt worden. Wir können schließlich nicht einfach jegliches Gesinde hereinlassen, nicht wahr? Wie geht es euch? Ja, faszinierend. Ah, es geht dir also faszinierend. Da oben ist Captain Einhorn, mit dem rede ich. Aus einer Olle. Ja, hab grad geregnet. Geregnet. Das Anwesen ist wunderschön, nicht wahr? Ich muss nur über das Gelände wandern und schon spüre ich den Frieden. Diese Dämonen, nicht wahr? Ja, faszinierend. Was? Ihr blubbert eine vor sich hin. Ihr Hamburg-Kostüm ist das Großartigste. Danke, dass ihr es bemerkt habt. Er macht es nicht, dass ich mich nicht bewegen kann. Wie können wir im Schatten der Legion frei leben? Wir sind wieder Teil der Welt. Merkwürdig. Merkwürdig können wir leben. Okay, es... Ein Flaschengeist? Ist das ein fremdländisches Kostüm unter einem normalen Kostüm? Genial. Hexenmeister sind nicht unbedingt für ihre Vertrauenswürdigkeit bekannt. Was, wenn Gul'dan uns hintergeht? Entschuldigt, während ich so tue, als ob wir uns nie kennengelernt haben. Ich war davon überzeugt, dass ich diesmal das ausgefallenste Kostüm haben würde. Aber scheinbar bin ich wieder einmal übertroffen worden. Diese Dämonen, nicht wahr? Die Nacht leite euch. Skandalös. Irgendwie fehlt mir noch einer. Ja, mir auch. Wahrscheinlich am Südzipfel. Ja. Hier unten sind noch 2. Ich rede mal mit dem Raubvogel, wird auch immer Typ. Beeilt euch, mein Kostüm sieht eleganter aus, wenn ich mich bewege. Gibt es denn niemanden mehr, der es mit Elisandra aufnimmt? Psst, Tisch hinterm Haus. Lady Lilith erwartet euch. Das steht nicht zur Diskussion, Anaris. Ihr seid entweder hier kann man den Teleporter aktivieren. Teleporter des anwesenden Lunastis bereit. Ich will nichts mehr hören. Ihr riskiert alles, wofür unser Vater gearbeitet hat. Ach, mein Kind. Wisst ihr denn nicht, wofür er gestorben ist? Das war's schon. Grüße. Ich freue mich, euch kennenzulernen, Lady Lilas. Ah, wie charmant ihr doch seid. Masken und Gesichter. Blut meines Blutes. Nicht aus Game of Thrones. Besiegt Anaris Lunastra und liefert ihn Lilith Lunastra, den Mann. Oh, Vater. Dort werdet ihr bestimmt auch Anaris finden. Bruder. Geht sofort da weg! Ihr helft Lilith, unsere Familie zu vernichten. Verschwindet! Wer seid ihr? Rantos Lunastro, Oberhaupt des Hauses Lunastro, Vater von Lilith und Anaris, verstarb im Ehrenvollen Dienst an Großmagistrix Elisandra. Ist das jetzt bei dir ihr Bruder? Ja, bei mir ist er nur Zauberfechter. Aber mir ist er jetzt ihr Bruder. Sagt schon. Deine Mutter. Setz mir einfach ein Ende. Kommt mit. Mir, Lilith möchte mit euch sprechen. Sie will mir weiter ihre verräterischen Ideale predigen. Schön. Gehen wir. Guten Tag. Lebt wohl. Analora. Irgendjemand wird mein Fehlen bemerken. Sie werden nach mir suchen.
Das stimmt. Ihr müsst dort erscheinen.